غرباء غرباء غرباء. Ist Zina zu machen mit der Hand oder mit den Augen gleichermaßen wie Zina mit den Geschlechtszeilen. Ja. Barakallahu fikum. Und hier, liebe Geschwister, haben wir natürlich die Hadithe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zum Beispiel, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Auge macht Zina und das Zina von den Augen, also Unzucht, ja, ist das Gucken, und die Hand begeht Zina, und die Zina von der Hand ist al-Batsch, das Berühren, und so weiter. Und am Ende sagt er, und der Genitalbereich, يصدقه أو يكذبه, يعني der Generalbereich, Genitalienbereich quasi, was habe ich gesagt, General? Genitalien, ja, das macht es quasi, unterzeichnet es, ob das richtig Sinner ist oder nicht, ja. Und im Grunde genommen ist das so, liebe Geschwister, natürlich ist das nicht gleich, ja, ist das nicht gleich. Und die anderen Formen, die darunter sind, also Sinna mit dem Genitalbereich, das ist richtige Sinna. Das ist Sinna, wofür man auch zum Beispiel als Verheirateter die Todesstrafe bekommt. Gleichermaßen für Mann und Frau, wenn man verheiratet ist. Ja? Und unehelichen Verkehr hat mit einer anderen Person. Egal ob Mann oder Frau, egal mit wem man das macht, egal in welcher Form man das macht, egal auch wenn es Haram ist, zum Beispiel anal oder sonst irgendwas, egal in welcher Form, ja. Das ist die Form, das ist das, wofür man diese harten Strafen bekommt. Ja? Und wenn man nicht verheiratet ist, natürlich, ist das natürlich nicht die, nicht die, im Islam ist das nicht, wäre das nicht die Todesstrafe. Und das ist natürlich, und das zählt natürlich nicht bei den anderen Sünden. Ja, das zählt nicht bei den anderen Sünden, dass einer zum Beispiel, wenn einer Sinne macht mit seinen Augen oder mit seiner Hand etwas berührt, etc., ist das nicht gleichermaßen. Und es ist auch von der Schwere der Sünde auch nicht gleich. Ja? Ist von der Schwere der Sünde nicht gleich, also Sinne mit dem Genital, also richtige unehelichen Verkehr zu haben, das ist der definitiv von den großen Sünden oder von den größten Sünden im Islam. Ja, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Furqan, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَزْنُونَ, ja, وَلَا يَزْنُونَ وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ja, und Allah spricht über die besonderen Diener Allahs, was machen die? Die machen keinen Sinner. Ja, sie machen keinen Schirk und so weiter. Und dann sagt Allah, und sie machen keinen Sinner. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla darauf hin, وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ. Und derjenige, der solche Sachen macht, ja, er wird Sünden vorfinden und er wird vervielfachte, ja, verdoppelte Strafen bekommen am Tage der Auferstehung. Und das gilt natürlich für Sinner, wenn man unehelichen Verkehr macht. Aber das ist nicht gleichzusetzen, wie gesagt, mit den anderen Sünden. Wenn man mit den Augen sündigt, zum Beispiel Sachen guckt, die man nicht gucken darf, oder berührt, die man nicht berühren darf. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt recht leiten. Und barakallahu fikum.